Mensch, Franz, ich dachte, du bist im Altenheim. Tag, eure Hoheit. Bleib sitzen. Ich habe in meinem Saunaschrank ein fremdes Handtuch gefunden. Gehört das vielleicht dir? Habt ihr beiden Hübschen vielleicht, vielleicht mein gelb-blaues Schmusehandtuch gesehen? Das muss ja nicht peinlich sein. Mir kannst du es ruhig sagen. Es ist so ein durchgeholtes, flauschiges. Genau. Mit Mond und Stern und so einem schlafenden Bärchen drauf. Hallo? Ich hätte was zu sagen. Könnt ihr mal die Lauschlappen aufsperren? Ich muss es vorhin in der Damendusche vergessen haben. Ah, und sag mal, ist da auf die gelbe Seite Vize drauf gestickt und auf die blaue Kanzler der Herzen? Wenn es deins ist, es liegt beim Bademeister. Oh. Nie gesehen, bin auch schon seit Tagen nicht in der Damendusche gewesen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Hallo, hört mich denn niemand? Na gut, dann gehe ich jetzt mal alleine weitersuchen. Hallo. Ich habe auch gleich noch Blockflötenunterricht, also tschüss dann und danke nochmal. Jetzt hört doch mal zu, ihr Blindgänger. Hier wurde soeben ein Badehandtuch abgegeben aus gelb-blau und Frotti. Und an einer Ecke ist eine Wäschemarke, wo Kino W aus der 3A draufsteht. Ja. Wenn das einem von euch gehört, dann bitte melden, kommt das in die Sondermüllverbrennung. Ja, hallo, das ist meines. Oh, Franz, wie konnte ich dich nur verdächtigen? Schiefgegangen. Wir müssen noch fieser werden. Morgen fahren wir nachts mit dem Tretboot raus und setzen seine Lieblingsquietscheente auf der Spree aus. Ohne Schwimmweste.